Hallo Freunde, hallo, herzlich willkommen bei Julian Buttons Mein Pardon. Alles richtig? Perfekt. Hallo, ich sitze hier mit der Mirjam Weichselbraun. Das stimmt. Vom ZDF Online Magazin. Ja, auch das stimmt. Super. Vielleicht wisst ihr das gar nicht. Mirjam ist auch Musical-Darstellerin. Ich habe in einem Musical mitgespielt. Bin ich jetzt auch Musical-Darstellerin, wenn ich in einem Musical noch mitgespielt habe? Klar, ja schon. Ja, in Some Like It Hot. Manche mögen es heiß. Gestern war Udo Lindenberg da auf der Bühne. Ja. Und da habe ich mir gekrallt und daneben stand Lüso. Ja, der ist toll. Und ich kannte den nicht. Echt, aber der ist ganz toll. Und ich so, Entschuldigung. Und dann bin ich zu ihm hin und habe so Lüso so ein bisschen aus dem Bild gedrängt. Ja, mal mit rein. Und bin dann zu Udo hingegangen und alle Mädels haben danach immer das Filmmaterial gesehen. Also ein bisschen bescheuert, das war Clouseau. Stehen nicht alle so, auf Clouseau, ne? Ja, ja. Ich kenne den nicht. Poet unserer Zeit. Und sieht auch wirklich toll aus, muss man ganz sagen. Ja. Du siehst auch gut aus. Ich bin dicker geworden. Fett geworden. Dicker geworden? Ja. Soll ich dich dann beschimpfen mit irgendwelchen Wörtern, die man dann Menschen, die dicker werden, an den Kopf wirft? Fette Sau. Ja, schön. Wir lernen uns kennen, aber das macht wirklich Spaß mit dir, Mirjam, jetzt schon. Mir auch. Ja, schön. Wie alt bist du? Zwischen 28 und 31? Oh, der erste Sekt geht auf mich heute Abend. Mirjam, nee, hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Bis dann. Hey Leute, das ist David Garrett und wir stehen hier bei Wetten, dass? Genau, und ihr schaut Kein Pardon. Julian over hier und viel Spaß dabei. Wir warten, dass wir das Interview mit Udo Lindenberg bekommen. Ja, mal mit rein. Hallo, keine Panik, kein Pardon. Ja, habe Weltmeister und so, ne? Ja. Und hier Toto Toy, Musical auch und so, ne? Ja. Habe Weltmeister, was alles macht und so, ne? Also ewig schon Bewunderer, Fan von Habe und so, ne? Habe, keine Panik, wünsche alles Gute. Dann Udo. Ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Clouseau, die Mädels waren so hin und weg von dir, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe dich gestern nämlich, ich habe Udo Lindenberg gesehen, ich kenne dich nämlich gar nicht und es ist immer blöd, wenn man jemanden nicht kennt und habe dann den Mädels gezeigt, ich so, guck mal, Udo Lindenberg und du warst dann so, und dann habe ich gesagt, ah, geil, Udo Lindenberg und alle Mädels so, ey, das war gerade Clouseau und ich so, sorry, ich kannte den nicht. Es tut mir so unglaublich leid. Da musst du mal irgendwas anhören. Ich habe gehört, dass du ganz tolle Texte schreiben sollst. Udo ist auch Wahnsinn, du bist der Wahnsinn. Ja, er ist so eine kranke Sau, ne? Irgendwie. Und er redet tatsächlich so, wie man ihn kennt. Und er ist auch ganz warmherzig und es ist sehr cool, immer einen passenden Spruch parat. Und es ist alles gut gestellt und sehr, sehr, sehr feiner Typ. Ja, super Typ. Ist auf Tour oder irgendwas? Von unten ist immer schlecht, der Glocko. Der Produzent filmt uns persönlich gerade. Ja, von oben ist immer so ein Mittelding. Ist egal, aber hin und her wackeln ist auch gut. Er wird eine Tour spielen, Udo, und dann werden wir wahrscheinlich uns mal treffen auf der Tour, mal gucken, was passiert. Mal googeln, wie Udo sagen. Und ich glaube, im Mai oder so ist er unterwegs. Ja? Ich selber, ich habe keine Tour gespielt. Ich komme direkt von Tour. Die Menschen flippen aus. Ich sag's dir nochmal hier vor der Kamera. Piep. Aus der Maske, ne? Die hat ihrem Freund gesagt, dass sie ihren Freund verlassen würde für dich. Das soll sie nicht machen. Das senden wir nicht. Das senden wir nicht. Das senden wir nicht. Habe ich ja auch gesagt. Worauf sie sich einlässt. Ja, ne?